Bananasturm hier und heute aus dem Dreisamtal. Ja, genau, ich hatte es euch schon angekündigt, wir werden uns hier ein bisschen auf landschaftsmythologische Suche begeben. Und ja, ich sitze hier jetzt gerade genau da, wo die Flüsse zusammenfließen und es zur Dreisam wird. Also hier links von mir, da sind der Ibenbach und der Wagenbach schon zusammengeflossen. Gleich schon falsch. Das ist nicht der Wagenbach, sondern der Wagensteigbach. Und hier kommt also von der rechten Seite der Höllenbach dazu und vereinigen sich also zur Dreisam. Und direkt hier, da ist Tarodonum, ein Oppidum der Kelten, also eine Großsiedlung, beziehungsweise ein Platz, der anscheinend zu einer Festungsanlage für die Bewohner des Dorfes Tarodonum ausgebaut werden sollte. Warum das nie vollendet wurde, das ist überhaupt nicht klar, das ist nicht bekannt, nicht erforscht, nicht bekannt. Ja, aber wir sind natürlich nicht hier, weil die Kelten hier irgendwann mal waren, sondern weil die Kelten ja auch auf den alten Plätzen der Jungsteinzeit gesiedelt haben, die sie also damals halt erobert haben. Und jungsteinzeitliche Funde wurden hier im Dreisamtal also auch gemacht. Das Dreisamtal war also ein ganz spezieller Platz, das als Landschaftstempel gesehen wurde und gestaltet wurde. Da wollen wir uns jetzt mal auf die Spurensuche begeben. Es ist endlich soweit, das Dreisamtal wird bereist. Ich habe es euch ja schon lange angekündigt. Und die Reise ist ja noch länger her. Wer Video Nummer 19, die Einführung in die matriarchale Landschaftsmythologie, noch nicht gesehen hat, da sei das nochmal empfohlen reinzugucken. Ja, dann habt ihr einfach ein bisschen eine bessere Grundlage, um nachzuvollziehen, was wir hier jetzt eigentlich machen. Das Dreisamtal im Schwarzwald ist ein ganz besonderes Tal. Und zwar ist es in direkter Ostlinie vom Rheintal und von Freiburg gelegen. Und es ist weit und schoßförmig. Es ist von halbhohen Bergen umgeben. Es hat ein besonderes Klima dadurch. Die Winter sind ziemlich mild und im Sommer kommt der sogenannte Höllentäler durch das Tal gepustet und bringt Abkühlung. Viele kleine Bäche, Flüsse haben dieses Tal sehr fruchtbar gemacht. Es gab viele Störche dort. Ja, die Störche sind ja auch heilige Tiere gewesen. Man sieht es ja, sie tragen auch die Farben der Göttinnen quasi, also weiß, rot, schwarz. Da wir auf diese Göttinnensymbolik immer wieder zurückkommen, nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Die weiße Göttin, das ist quasi die jugendliche Frühlingsgöttin. Die steht für diese brausende, rauschende Kraft, die wir im Frühling erleben, die wir in der Jugend erleben. Dann gibt es die rote Göttin, das ist die reife Frau, das ist quasi der Sommer, das ist die Fruchtbarkeit, die wir in der Natur sehen, die wir aber natürlich auch im Kindersegen sehen, die aber auch in der Kreativität Ausdruck finden kann. Die schwarze Göttin, der schwarze Aspekt der Göttin, so ist es richtiger gesagt, weil sie sind natürlich nicht wirklich voneinander getrennt. Es sind drei Aspekte eines großen Ganzen. Und der schwarze Aspekt steht also für den Tod, steht aber auch, und das ist ganz wichtig, für die Wiedergeburt. Wir werden hier im Dreisamtal immer wieder der Symbolik dieser dreifaltigen Göttin begegnen. Ich war im Dreisamtal unterwegs mit dem Buch von Heide Göttner Abendroth, Matriarchale Landschaftsmythologie. Und ich habe euch das ja schon empfohlen. Es ist wirklich, es macht großen Spaß, damit selber irgendwie loszuziehen und sich auf die Art und Weise mal einer Landschaft anzunähern. Und natürlich dann in dem Moment nicht nur der Landschaft, sondern auch der Geschichte, die damit verbunden ist, unserer matriarchalen Vergangenheit, die wir also auf die Art und Weise wiederentdecken können. Und ich hatte euch ja gesagt, also das Dreisamtal liegt in genauer Ost-West-Richtung zu Freiburg und zum Rheintal hin. Und ich zitiere: Der Weg aus dem seit der Jungsteinzeit besiedelten Rheintal ins Dreisamtal hinein ist also weder weit noch beschwerlich. Das sagen auch die archäologischen Funde aus. Wurde das obere Rheintal in der Altsteinzeit schon seit 100.000 Jahren von Menschen begangen,
So durchzogen Jäger und Sammlerinnen spätestens seit der Mittelsteinzeit, ca. 10.000 bis 5.500 vor unserer Zeit, auch das Dreisamtal. Dies belegen Funde von bearbeiteten Feuersteinen. Aus dem keltischen Wort Tarodonum entwickelte sich über Zardunum oder Villa Zarduna das Wort Zarten, das der heutige Name des ältesten Ortes in Dreisamtal ist. Ihr habt mich da ja eben gesehen an den Flüssen. Flüsse wurden ja wahnsinnig oft assoziiert mit Schlangen, mit Drachen. Das ist bekannt aus China zum Beispiel, das ist genauso bekannt von den Aborigines. Das ist also eine sehr verbreitete Vorstellung gewesen. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel auf einem Hügel steht und nach unten guckt, wie sich da also silbrig glänzend ein Fluss ins Tal schlängelt, dann ist diese Assoziation auch einfach sehr naheliegend. Jetzt ist die Schlange ja auch ein Symbol des Lebens oder beziehungsweise der Regeneration. Die Schlange häutet sich ja, sie wirft das Alte ab und ist wieder jung. Und der Fluss ist ja auch etwas sehr Lebensspendendes. Also das Wasser ist das, was alles befruchtet. Es war also diese Verbindung, die gedankliche Verbindung zwischen Fluss und Schlange oder halt auch der Wasserdrache. Das war also eine ganz enge gedankliche Verbindung. Und Schlangen und Drachen waren also sehr heilig, genau wie die Flüsse. Und dann kam das Christentum und wollte also diese alte Naturverehrung ja ausrotten. Und was finden wir dann? Wir finden Drachentöter. Der Schutzheilige von Freiburg ist zum Beispiel der heilige Georg. Ja, es gab viele Schlangen und Drachen zu töten im Dreisamtal, wenn wir das also so verstehen, dass es also bei diesem Tötungsakt darum geht, den alten Glauben auszurotten. Und ja, so wie wir die Kirche kennen, natürlich nicht nur den Glauben, sondern auch die Menschen, die diesen Glauben vertreten haben. Es gibt ja auch die heilige Margarete, die auch mit dem Drachen verbunden ist. Und das ist ja auch ganz interessant. Es gibt ja manchmal Bilder, also ein Bild habe ich bei der Heidegöttner Abendroth gefunden. Da hat sie diesen Drachen wirklich liebevoll auf dem Arm. Ich habe in einer Kapelle in Kortrijk eine Darstellung der Margarete gefunden. Da hat sie den Drachen wie ein Schoßhündchen an der Leine. Gucken wir uns mal an, wie das in der Kirche in Zarten denn heute aussieht. Hier sehen wir also am linken Seitenaltar Maria, die auf einer Schlange steht, und am rechten Seitenaltar Margareta mit dem Drachen. Margareta ist hier in dieser Kirche die ältere Figur. Man kann sehen, hinter dem Altar die Wandbemalung, da ist Margareta also auch schon dargestellt. Ja, auf der anderen Seite, das ist Johannes. Von Margareta heißt es, dass sie bei einer Schlangenplage angerufen wird. Ja, und diese Schlangenplage, das ist im Grunde genommen dieser tief verwurzelte Glaube der Leute an die alten weiblich-göttlichen Vorstellungen, an die Natur, die als heilig empfunden wurde. Ja, und das ist also die Schlangenplage. Das ist das, was die Drachentöter versucht haben zu überwinden. Soweit mal zu der Kirche hier in Zarten. So, jetzt sind wir also auf dem Weg zur Schlangenkapelle. Die befindet sich in wirklich schnurgerader Linie nördlich von Zarten. Und diese kleine Kapelle heißt nun also wirklich Schlangenkapelle. Ja. Ich zitiere nochmal. Die Schlangenkapelle steht auf einem früheren Kultplatz. Heute ist sie modernisiert mit einem neuen offenen Gehäuse von größter Einfachheit. Die wenigen Abbildungen darin sind jedoch alt und vielsagend. Auf dem Altar befindet sich eine kleine Marienfigur im dunklen Rock und schwarzen Mantel. Sogar das Jesuskind trägt ein schwarzes Kleidchen, eine äußerst ungewöhnliche Darstellung. Maria steht auf einer schwarzen Erdkugel, um die sich eine ebenso dunkle Schlange windet. Die Vorderfront des Altars ziert das große Relief einer in sich verschlungenen schwarzen Schlange. Ja, und ihr habt gesehen, also sogar auch in dem Gitter, das diese Kapelle absperrt, sind wieder die Schlangen aufgetaucht. Es heißt denn auch auf einer Schrifttafel, dass Maria im Tal die Bauern von einer Schlangenplage erlöst hat, worauf sie ihr zum Dank diese Kapelle errichteten.
Im Grunde genommen ist es natürlich so, dass also durch die Besetzung der alten Kultplätze versucht wurde, der Glaube des Volks von den alten Vorstellungen hin zum Christentum geleitet zu werden. Darum ersetzt Maria an dieser Stelle also hier die Göttin in ihrem schwarzen Aspekt, ja, die verbunden war im Norden, ja, im dunklen Norden, verbunden mit dem Tod, verbunden aber halt auch mit der Wiedergeburt, die Wiedergeburt. Da haben wir wieder die Schlange, die sich häutet, die Regeneration. Und wenn wir von hier aus jetzt gucken, also heutzutage sieht man nichts mehr, es ist mit Bäumen bewachsen, aber die Linie geht wirklich schnurgerade. Wenn wir jetzt hier nach Süden gucken, dann kommt Zarten und danach kommt die Kapelle auf dem Giersberg. Giersberg werden wir noch kennenlernen, altes Baumheiligtum. Soweit mal für heute, das war's mit dem ersten Teil aus dem Dreisamtal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und es geht hier nächstes Mal weiter. Teil 2, wir erkunden den Landschaftstempel im Dreisamtal. Und bis dahin, breit aus deine Schwingen, nimm ein deinen Raum, erfüll ihn mit Singen und leb deinen Traum.